Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister. Willkommen zu einem neuen Video. Heute ein sehr, sehr ernstes Thema. An jeden, der schwache Nerven hat, dem würde ich auf jeden Fall raten, das Video nur bis zu dem Punkt zu schauen, wo ich alles erkläre und danach nicht mehr weiterzuschauen. Deswegen, ich weiß, viele von euch sind jünger. Wie gesagt, passt auf und fangen wir direkt an. Vor einigen Tagen wurden Bilder geleakt, über tausende von geheimen Bildern und Dokumenten von anonymen Hackern, und diese Bilder und Dokumente wurden schon alle verifiziert von WDR und dutzenden anderen Sendern wie Spiegel. Diese Bilder stammen aus dem Inneren der modernen Konzentrationslager aus China, wo Uiguren festgehalten werden, was ihr wahrscheinlich schon die letzten Jahre mitbekommen habt. Doch es gab nur Satellitenbilder bis jetzt, und jetzt wurden zum ersten Mal Daten und Bilder aus dem Inneren geleakt. Und glaubt mir, was da geleakt worden ist, das ist nicht in Worte zu fassen, was ich da gesehen habe. Ich meine es ernst. Doch bevor wir uns diese Leaks anschauen, müssen wir erstmal anschauen, was überhaupt diese Uiguren sind. Weil ich sag euch ehrlich, bis vor einigen Jahren, bevor es mit den Konzentrationslagern angefangen hat, wusste ich selber auch noch nicht, was Uiguren sind. Uiguren sind Menschen mit hauptsächlich osmanischer und mongolischer Abstammung, die sich dann in Asien verteilt haben, wie zum Beispiel in China. Dort leben Millionen von Uiguren. Diese Menschen sprechen die sogenannte Türksprache. Das ist eine Sprache, die ähnelt der türkischen Sprache sehr, sehr stark. Und diese Uiguren haben in einem Gebiet gelebt, bevor es überhaupt die Volksrepublik China gab. Und dann, nachdem die Volksrepublik China gegründet worden ist, gab es nun einige Probleme, da es zu China offiziell gehörte. China hat dann angefangen, Han-Chinesen dahin zu schicken, um das quasi ein bisschen zu besiedeln, das alles neutraler zu machen und die Macht der Uiguren in diesem Gebiet nicht mehr so stark zu halten. Hat aber nicht funktioniert, und die Uiguren haben sich gewehrt, Aufstände zu machen. Es gab einige radikale Uiguren und so weiter. Die Uiguren wollten ihre Unabhängigkeit behalten, und die Chinesen wollten das natürlich nicht. Die Chinesen wollten das Gebiet quasi auch assimilieren wie die ganzen anderen Gebiete, und ihr müsst dafür wissen, dass 90% der Menschen in China sind Han-Chinesen. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, es gibt 10% von anderen Minderheiten, und einer der größten Minderheiten sind die Uiguren. Dann kam es zu dem Punkt, dass einige Han-Chinesen bei einem Aufstand gestorben sind, und die chinesische Regierung hat sofort agiert und sogenannte Internierungslager gegründet. Und diese sogenannten Internierungslager oder Konzentrationslager waren der Anfang vom Ende. Diese sogenannten Schulen eröffnet worden sind, welche keine Schulen sind, wurde jeder Uigure sofort verdächtigt. Wenn du ein Kopftuch getragen hast, warst du hauptverdächtig als Terrorist. Wenn du einen Bart hattest, warst du hauptverdächtig als Terrorist. Du kannst dir also quasi ausmalen, wenn du ein Moslem warst in diesem Gebiet, dann kann das nicht gut für dich ausgehen. Und über Jahre hinweg hat die chinesische Regierung es dargestellt, als wäre es freiwillig gewesen. Es war aber alles andere als freiwillig, aber die Chinesen haben wieder mal ihre typische Propaganda gemacht, wie sie das auch bei Hongkong gemacht haben, um bestimmte Gebiete zu erobern, haben gesagt, ey, guck mal, die Menschen sind doch super fröhlich, die lernen in der Schule, sie passen sich an die chinesische Kultur und so weiter. Das, was da passiert ist, war aber alles andere als eine normale Schule. Alle Bilder, die aus dieser Schule waren und Videos, waren ausnahmslos fake. Handfeste Beweise hatte man dafür aber nicht, da es bis jetzt immer nur so war, dass man Zeugen hatte oder Leute, die aus diesem Gefängnis entlassen worden sind. Dann fingen die chinesischen Wachen an, sie abwechselnd vor unseren Augen zu vergewaltigen. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Es ist zu emotional. Wir standen da wie lebende Leichen und sahen nur zu. Und jetzt, meine Freunde, kommen wir zum hauptsächlichen Grund des Videos. Und zwar die geleakten Bilder, und zwar über tausende von Stücke und Videos aus dem Inneren dieser Konzentrationslager. Und jetzt an jeden, der schwache Nerven hat, bitte abschalten, weil ab diesem Punkt des Videos wird es wirklich ernst. Ihr müsst euch vorstellen, China hat gemerkt, dass der öffentliche Druck etwas angehoben worden ist durch die Satellitenbilder, die an die Öffentlichkeit gekommen ist. Deswegen hat China diese Lager geschlossen und sie in Wüsten und anderen Gebieten eröffnet, wo es nicht so viel Aufsehen erregt hat und wo keine Menschenseele hinkommt. Oder zum Beispiel die Lager, die in Städten waren, da haben sie den Stacheldraht abgenommen und das so aussehen lassen wie eine Fabrik. Und die Menschen, die sich in diesen Lagern nicht brechen lassen wollten, nach den ganzen Foltereien und so weiter, diese Menschen bleiben in diesen Fabriken, wo sie zwangsarbeiten müssen, bleiben sie auf ewig drin. Es wurden Studenten in diesen Lagern verhaftet. Einfache Studenten, die nichts getan haben, die wurden verurteilt, nachweislich eingesperrt, wie viele tausende andere Menschen auch, hunderttausende, wegen einem Grund, und zwar Terrorverdacht. Jeder Mensch wurde unter Generalverdacht gestellt, dass er terrorverdächtig ist. Das ist mein Neffe. Das ist der Sohn meines Bruders. Was macht er da? Warum ist er da? Er war doch nur ein Student.
Sie wurden quasi alle als Sündenbock genutzt, wie die Juden damals im Zweiten Weltkrieg, und wurden alle eingesperrt, systematisch. Und nachdem die es geschafft haben, all diese Menschen einzusperren in diese Lager, haben sie darin Sachen getan, die jenseits von Gut und Böse sind. Das hat nichts mehr mit Menschlichkeit zu tun. Und glaub mir, das ist wirklich kranker Scheiß. Dutzende Experten sprechen hier von einem Genozid. Es handelt sich mit Sicherheit um ein systematisches Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es wird auch von Völkermord gesprochen, aus dem Grund, da es halt doch groß angelegte Zwangssterilisierungen gibt, Geburtenverhinderungsmaßnahmen, Abtreibung und so weiter. Es wurden Spritzen verteilt, damit die Frauen keine Kinder mehr kriegen können. Es wurden alte Foltermethoden angewendet und ich kann euch noch nicht mal die wirklich schlimmen nennen, damit das Video nicht gesperrt wird, selbst hier auf YouTube. Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen muss. Normalerweise war das immer nur auf TikTok so, das wisst ihr selber. Es wurden Foltermethoden angewendet, wie zum Beispiel den Tigerstuhl, wo Menschen dran gefesselt werden und für mehrere Tage an diesem Stuhl, ohne sich zu bewegen, nichts essen und trinken, und manche Menschen sind sogar daran gestorben. Menschen wurden ausgepeitscht, gefoltert, geschlagen mit jeglicher Methode, die man einen Menschen brechen kann, die ihr euch ausmalen könnt, die wurde ausgeführt. Sie wurden gezwungen, alles zu tun, was in ihrer Religion verboten ist, zum Beispiel andere Statuen anbeten und so weiter. Eigene Sinn ihres Lebens musste von ihnen selber abgelegt werden. Sie durften keine Muslime mehr sein, denn jeder Moslem wurde als Terrorist dargestellt. Und ihr müsst euch vorstellen, Menschen, die da gefoltert werden, bis sie gebrochen werden oder sterben, diese Menschen waren einfache Studenten, so wie ich und ihr. Einfache Schüler, Studenten, die sich nichts dabei gedacht haben und wegen nichts im Gefängnis müssen für 15 Jahre oder was auch immer. Ihre Eltern, ihre Großeltern fragen sich, wo diese Kinder sind. Und hier können Sie das Strafmaß ablesen für Ihren Sohn. 15 Jahre. Das Schicksal seines ältesten Sohnes erfährt. Was wir gemacht haben, ja, man kann es gar nicht anders sagen, es war sehr, sehr, sehr traurig, es war erschütternd. Es steht, dass er beschuldigt wird, einen Terrorakt geplant zu haben. Oh mein Gott, er weiß doch nicht einmal, wie man ein Messer richtig hält. Hat es mir einfach das Herz gebrochen zu sehen. Ein 80-jähriger alter Mann, der einfach zusammengebrochen ist. Ihr müsst euch vorstellen, der Bereich in China, der sogenannte Xinjiang, wo hauptsächlich diese Methoden ausgeführt werden und sich hauptsächlich fast alle Konzentrationslager befinden, der Wohnort der Uiguren, da ist es so, dass es mittlerweile einer der größten Waisenstätten der ganzen Welt geworden ist. Weil diese tausenden Eltern, die versucht worden sind, gebrochen zu werden und angepasst worden sind, viele von denen bleiben für immer hinter Gittern oder sterben. Und wisst ihr, was mit deren Kindern passiert? Die müssen ja auch irgendwo hin. Die werden in Waisenschulen gebracht und werden von klein auf indoktriniert, damit sie nicht so werden wie ihre Eltern, Muslime, einfache Menschen, die ihren Glauben verfolgen wollen. Also so etwas haben wir wirklich noch nie gesehen. Und wenn man all das hört, was ich euch gerade erzähle, müsste man meinen, ich rede gerade über eine längst vergangene Zeit. Aber das ist nichts, was vergangen ist. Ich rede hier nicht über die Zeiten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich rede gerade über 2022. Menschen werden unter Generalverdacht gestellt wegen ihres Glaubens. Das ist genau das gleiche Verfahren wie aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte wiederholt sich vor unseren Augen. Warum haben die Menschen damals nichts getan dagegen? Wir tun gerade genau das Gleiche und machen wieder nichts dagegen. Warum sagt niemand was dagegen? Sogar die islamischen Länder sagen nichts dagegen. Warum? Weil China der größte Handelspartner auf der anderen Seite ist. Wenn nicht die Weltmacht, niemand traut sich etwas gegen China zu sagen. Wir lassen dieses Konzentrationslager vonstatten gehen aufgrund von wirtschaftlichen Beziehungen. Es wurden ein paar Sanktionen gestellt vor einigen Jahren, dann wieder vor einigen Monaten ein paar Sanktionen, die China noch nicht mal gejuckt haben. Die Politiker gehen dahin, diskutieren 6000 Jahre lang über irgendwelche wirtschaftlichen Beziehungen und dann nebenbei sagen die, hör mal aber bitte ehrlich auf, die Uiguren so ranzunehmen. Menschenrechtsverletzungen, die die UN-Beauftragte Michelle Bachelet nicht direkt ansprach. Das war kein guter Tag für die Menschenrechte, aber ein guter Tag für Pekings Machthaber. Trotz erdrückender Beweislast traut sich die internationale Gemeinschaft nicht, China zur Rechenschaft zu ziehen. Diese Gesichter klagen an, aber die Menschenrechtskommissarin hat ihnen heute keine Stimme gegeben. Was geht, Freunde? Ich melde mich gerade vom Schneiden am selben Tag und dieses Video, was ich euch gerade gezeigt habe, ist ein paar Stunden alt von der heutigen ZDF-Show. Das heißt, die ganze Welt hat gerade ihr Armutszeugnis abgelegt und öffentlich gesagt, sie werden nichts dazu sagen, was China macht, trotz Beweisen. Ist doch verrückt, oder nicht? Vor unseren Augen passiert das. Und da müsste man eigentlich meinen, gerade wir als Deutsche haben aus der Geschichte gelernt und agieren da, machen etwas. Aber nein,
Wir sitzen, versuchen wir unser Gesicht zu wahren. Und auf der anderen Seite stehen wir immer für Israel ein, verabreichen Gesetze gegen Antisemitismus. Und es kommen heutzutage, vor einigen Tagen, so welche Leaks raus, wie wir sehen, dass Menschen misshandelt werden. Und was passiert? Wir berichten kurz darüber und dann interessiert es uns nicht mehr. Geben China noch ein bisschen Geld und geben denen die Hand noch. Eine blutige Hand, meine Freunde. Das ist das Traurige an der ganzen Geschichte, meine Freunde. Die Ukraine können wir bis in den Tod unterstützen. Weil so näher ein Konflikt an uns dran ist, desto interessanter wird der Konflikt. Und desto weiter weg ist, desto weniger interessiert es uns. Palästina, das kam kurz in den Trend, dann hat es uns ein bisschen interessiert, jetzt aber auch nicht mehr wirklich. Die Uiguren sind so weit weg, das interessiert uns gar nicht, weil es auf der anderen Seite der Welt. So funktioniert das also. So haben wir unser Gesicht gewahrt und die Menschen in der Ukraine interessieren uns gar nicht, die Menschen in Palästina interessieren uns gar nicht, die Menschen in China interessieren uns gar nicht. All diese Menschen interessieren uns gar nicht. Ich habe wirklich einige schlimme Sachen gesehen, die ich noch nicht mal in diesem Video, wie gesagt, zeigen kann, da es bei meinem Video die ganze Zeit über Israel schon bei weniger schlimmen Sachen gesperrt worden ist fast. Deswegen, die Bilder, die geleakt worden sind, könnt ihr euch gerne selber anschauen im Internet. Ich sage ehrlich, dieses Thema hat mich selber auch sehr, sehr stark betroffen. Deswegen möchte ich das Video gar nicht so lange machen. Ich kann nur sagen, dass ich den Brüdern und Schwestern auf der anderen Seite der Welt nur das Beste wünsche und dass wir hoffentlich zusammen auf dieses Thema aufmerksam machen können. Denn das Einzige, was wir machen können, ist zurzeit das zu tun. Das ist halt schade, wenn unsere eigenen Politiker es nicht mal hinkriegen, was zu tun. Reden wir nicht lange um den heißen Brei. Dankeschön, Freunde, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Tut mir einen Gefallen. Verbreitet dieses Video an so viele Menschen wie nur möglich. Kommentiert dieses Video. Verbreitet es irgendwie. Ich weiß, ich habe nicht so eine allzu große Reichweite wie andere YouTuber, die nie über dieses Thema reden oder aufmerksam machen. Aber versuchen wir alles, was wir können. Geben wir Gas. Und ich hoffe, dieses Video erreicht genug Menschen. Und ich hoffe, das konnte euch einen kleinen Einblick in die Konzentrationslager geben, wie es den Menschen dort geht und wie hoffnungslos es für sie gerade ist. Möge Allah mit ihnen sein und Dankeschön, Freunde. Assalamu alaikum, Freunde. Ciao.